Der Alkohol hat mir im Endeffekt gar nichts gegeben. Der hat alles kaputt gemacht. Alles. In dem Moment, wo ich das erste Bier trinke, ist mir vollkommen bewusst, was ich mache. Ich weiß das ganz genau, ich merke das, aber ich kann mich trotzdem nicht gegen wehren. Ich bin halt krank. Der Alkohol sitzt immer auf deiner Schulter und sagt, ich kenne jetzt den Ausweg. Und dann setze ich mich dahin und trinke ein paar Bier und dann bin ich total frei. Alle Probleme sind weg, jeder Zwang im Leben ist weg. In dem Moment, wo du nur angetrunken bist, nur angetrunken, noch nicht vollkommen betrunken, ist alles egal. Der 46-jährige Dietrich schaut sich gerne alte Videos an und träumt vom Fallschirmspringen, seiner großen Leidenschaft damals, als er noch in Kassel lebte. Man fliegt, man fällt nicht nur. Das ist schon grenzenlose Freiheit. Er möchte unbedingt wieder springen. Auch deshalb will er seine Alkoholkrankheit in den Griff bekommen. Dabei hat beim Sport das Trinken erst richtig begonnen. Und da bei den Fallschirmspringern ist jeden Abend Party. Sobald die letzte Maschine in der Luft war, kamen dann diese Freibierkisten raus. Das heißt, genau ab dem Zeitpunkt stand dann schon ein ganzer Stapel von Freibierkisten da. Und dann fing die Party an. Die 42-jährige Carmen lebt in einer Kleinstadt in der Nähe von München. Einmal in der Woche holt sie sich Lebensmittel von der Tafel. Vor 9 Jahren sah Carmens Leben ganz anders aus. Damals, wie ich getrunken habe, da ist halt das ganze Geld für Alkohol ausgegeben worden. Und nur geschaut worden, wann ich 2 Euro oder so zusammenkrieg, damit ich zur Tankstelle gehen kann und mir einen Jägermeister reinzog. Warm, nicht einmal gekühlt, warm. Dann nur Obst ein bisschen. War nein? Ja. Mhm. Es sind viele Momente gewesen, wo ich mir gedacht habe, du trinkst zu viel, du musst was machen. Aber was machst du denn? Was machst du denn? Ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Wenn ich mir andere anschaue, kann deins doch gar nicht so schlimm sein mit dem Bisserl und so. Aber aufhören habe ich auch nicht können. Hi, bist du schon da? Bist du schon? Ja. Hi. Bist du gefetzt? Ja. Ja. Ach du, hi. Und wie war's? Cool. Regen ausgeschwitzt bist. Ja. Wow. Manuel geht in die 4. Klasse. Wenn er aus der Schule kommt, wartet Carmen schon auf ihn. Die alleinerziehende Mutter nimmt sich viel Zeit für ihren 11-jährigen Sohn. So. Als er klein war, konnte sie ihn nicht immer so gut versorgen. Wenn du einen Mittagsschlaf gemacht hast, dann habe ich mich in mein Bett gelegt und habe erst einmal meinen ersten Rausch ausgeschlafen. Und dann wach geworden und dann habe ich schon wieder zum Trinken angefangen. Aber so habe ich Manuel eigentlich gut. Ich glaube, ich habe mich bis jetzt immer gut um dich gekümmert. Müsste sein. Ja. So. Oh. Hans. Manuel soll spüren, wie wichtig er für seine Mutter ist. So oft es geht, unternimmt Carmen etwas mit ihrem Sohn. Auch nach seinem Umzug nach München kann Dietrich mit dem Trinken nicht aufhören. Ich kämpfe gegen Alkohol schon viele, 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 viele Jahre. Aber wenn ich aufgebe, dann bin ich tot. Also gebe ich nicht auf, sondern suche mir andere Möglichkeiten. Er versucht alles über seine Krankheit zu erfahren und herauszufinden, warum er trinkt. Einige Gründe dafür vermutet Dietrich in seiner Vergangenheit. Ich denke mal auch, dass das bei mir eine Rolle spielt, dass mein Vater immer getrunken hat. Der hat mir das nicht vererbt. Das ist allein meine Schuld, dass ich Alkoholiker bin. Aber
Er hat mir Gene weitergegeben, die es leicht machen, Alkoholiker zu werden. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war nicht unproblematisch. Mein Vater war Berufssoldat. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist so Zuckerbrot und Peitsche. Es hatte schon irgendwas von Befehl und Gehorsam. Wie bei ganz vielen Alkoholikern ist es auch bei mir so, dass sich Extreme nicht nur aufs Trinken beziehen. Wenn ich joggen gehe, jogge ich, bis ich wirklich kaum noch laufen kann. Wenn ich Gewichte, also im Fitnessstudio trainiere, bis ich das Ding wirklich nicht mehr bewegt kriege. In ganz vielen Sachen spiegelt sich das wieder. Dietrich ist gelernter Kaufmann, lebt aber von Hartz IV. Die Arbeit in dieser sozialen Einrichtung für Jugendliche gibt ihm neues Selbstbewusstsein und seinen Tagen eine Struktur. Ein halbes Jahr dauert diese Wiedereingliederungsmaßnahme. Klar hat mir der Alkohol viel genommen, in der Hauptsache beruflich. An Perspektiven, an Zielsetzungen, die ich mit Sicherheit früher anders gemacht hätte, wenn ich nicht getrunken hätte. Ich möchte wieder im kaufmännischen Bereich arbeiten, möglichst in einer Sozialeinrichtung. Wenn ich solche Zielsetzungen habe, dann hilft mir das, trocken zu bleiben. Ja, wenn ich keine großen Zielsetzungen habe, dann ist das natürlich gefährlicher, das ist vollkommen klar. Ich bat Sie ja darum, heute diese Rundmail an alle Einrichtungsleitungen zu schicken, dass die Geschäftsstelle geschlossen ist. Ging das an alle Mitarbeiter oder nur an die Leitungen? Nein, an die Leitung von den einzelnen Häusern. Dietrich hat Pläne für das Wochenende. Schon lange möchte er endlich wieder nach Kassel zum Fallschirmspringen fahren und seinen Sohn Kevin treffen, den er nur selten sieht. Von Kevins Mutter ist Dietrich schon lange getrennt. Der Kontakt zu seinem Sohn ist ihm wichtig. Trotzdem bleibt es meist beim Telefonieren. Regelmäßige Treffen gibt es nicht. Ja, grüß dich, hier ist Papa. Na, wie schaut's? Ich werde das Wochenende hochkommen. Zum Fallschirmspringen. Das nächste. Da telefonieren wir vorher und dann kann ich dir auch genauer sagen, wann ich ankomme und so. Weil ihre Eltern große Alkoholprobleme hatten, ist Carmen bei einer Pflegefamilie aufgewachsen. Nach der 8. Klasse verlässt sie die Schule und macht eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Als Teenager trinkt sie kaum, damit fängt sie erst später an. Da habe ich dann den Markus kennengelernt, den Manuel, sein Papa. Ich habe mich dann in den Menschen total verliebt, weil mich das so gereizt hat, weil der so nicht so normal und so brav war, sondern schon mal ein bisschen Action oder so einfach war. Und ja. Ich habe ihm das Bier gebracht, er hat mir das Bier gebracht. Bei mir war es ja der Schnaps dann eher. Und habe meine kleinen Flaschen überall versteckt, im Keller, im Waschkeller und so. Ja, weil ich eigentlich zu Hause getrunken habe. Ich wollte mich in der Öffentlichkeit nicht so zwingen. Mit 31 Jahren wird Carmen schwanger. Ich hör auf, war für mich gleich ganz Ding. Erst, ja, ich hör's Ding auf. Aber es ist nicht gegangen. Null, null. Das Baby ist gesund. Fast ein Wunder, denn durch den Alkohol während der Schwangerschaft hätte Manuel auch behindert sein können. Ich habe mich sehr schuldig gefühlt, doch. Und ich weiß nicht, warum, aber ich muss echt sagen, ich muss an Herrgott danken, dass das so gelaufen ist. Letzte Vorbereitungen für den Faschingsumzug. Carmen genießt die Zeit mit ihrem Sohn. Nach seiner Geburt war das anders. Also ich bin vom Krankenhaus entlassen worden, an die Tankstelle und einen Jägermeister gekauft. Carmen trinkt weiter. Das Baby ist immer dabei. Mehr als 2 Jahre geht das so. Auf einmal läutet es. Ich natürlich schon den ersten Rausch im Gesicht gehabt, mittags. Dann ist halt das Jugendamt
rein und dann sagt er zu mir, also einen Mann können wir nichts machen, einen Freund, weil sie das alleinige Sorgerecht haben. Der kann nur so besoffen jetzt da hinten liegen, kann ich nichts machen. Aber zu einer sage ich, wenn sie nichts machen, dann nehme ich ihnen das Kind weg. Und das Kind kommt nicht zu Verwandtschaft oder sonst was, sondern weit weg. Puff, hat's gemacht. Und das hat mir so einen Schock gegeben, weil ich mein Kind nicht verlieren möchte. Dann habe ich gekämpft. Schau dich mal an. Ah, ich habe irgendeine Krankheit. Ja, die Blausucht. Carmen schafft den körperlichen Entzug. Danach ist sie mit Manuel in einer Mutter-Kind-Therapie. In der Therapie war es natürlich, da hast du deine Käseglocke drüber, bist geschützt irgendwo, aber die richtige Bewährung ist einfach heraus. Wenn du an die Tankstelle vorbeigehst, wo du früher reingegangen bist und dir schnell was geholt hast. Nach 4 Monaten sind die beiden wieder zu Hause. Wie wir mit der Therapie fertig waren, sind wir das erste Mal zum Minimal damals noch, sagt er tatsächlich, du Mama, brauchst du keine kleinen grünen Flascheln mehr, die wo es an der Kasse gibt, Jägermeister. Dann sage ich, na Manuel, Mama ist geheilt davon. Braucht es nicht mehr. Das finde ich super, hat er dann gleich gesagt. Ja. Nach der Therapie will Carmen ihr Leben ändern, für ihren Sohn. Weil Manuels Vater es nicht schafft, vom Alkohol loszukommen, trennen sich die Eltern. Vor 4 Jahren ist der Vater gestorben. Ja, mein Papa, der war auch so, der hat auch nicht mehr aufhören können, der war auch krank. Also, ja, bis er halt dann mal eingeschlafen ist und nicht mehr aufgewacht ist. Deswegen bin ich so sauer eigentlich auf den Alkohol. Eigentlich heißt es Sekundentod, aber er ist halt im Rausch eingeschlafen und ist nicht mehr aufgewacht. Dietrich wollte seinen Sohn in Kassel treffen und endlich wieder Fallschirm springen. Das geht jetzt nicht. Nachdem er wochenlang trocken war, hat er einen Rückfall. Ich fühle mich überflüssig. Ich habe es nicht hingekriegt bisher, ja? Ich habe Zielsetzungen, die klar sind. Aber ich habe sie nicht hingekriegt. Was für einen Sinn machen dann solche Zielsetzungen? Er hat mich im Griff, der verdammte Drecksack hat mich im Griff. Aber ich werde das nicht zulassen. Ich habe mir damit alles kaputt gemacht. Alles, mein ganzes Leben, mein Berufsleben, meine Beziehung. Ich habe alles damit kaputt gemacht. Wenn mein Sohn meinen Kontakt zu mir abbrechen würde, das würde mir das Herz brechen. Was ich gerne möchte, wäre auszusteigen, ja. Aber so einfach ist das eben nicht. Tagelanges Trinken mit anschließendem Entzug liegen hinter ihm. So will Dietrich nicht mehr weitermachen und hofft, dass ihm eine Therapie helfen kann.
Wenn er versteht, warum er rückfällig geworden ist, kann er es das nächste Mal vielleicht vermeiden. Mit seiner Therapeutin bespricht er, wie das gehen könnte. Wenn ich noch im Rückfall drin bin, dann entscheide ich in Anführungsstrichen, es bleibt ja nicht bei der Entscheidung, aber für den Moment entscheide ich mich für sofort ganz krasse Aktionen. Mhm. Will möglichst sofort in eine Langzeittherapie. Mhm. Oder mir kommt es irgendwie in den Kopf und ich sage, ich brauche nochmal einen kompletten Umgebungswechsel. Ich ziehe jetzt an die Nordsee oder weiß der Teufel. Ja? Was soll ich jetzt noch machen? So ist das ungefähr, ne, vom Gefühl her. Was soll ich denn jetzt noch machen, was ich noch nicht gemacht hätte? Und alles, was ich gemacht habe, das hat zumindest noch nicht ausgereicht. Dietrichs Rückfall ist auch für seine Mutter nicht einfach. So oft sie kann, besucht sie ihren Sohn. Ihm hilft es, dass sie hinter ihm steht. Man ist hin und her gerissen. Ja, mal möchte man mit dem Fuß auf den Boden stampfen, verdammt nochmal, wir haben doch was anderes besprochen und du weißt doch, was du machen sollst, warum hast du denn nicht? Und manchmal auch, ach mein Gott, nur schon wieder und jetzt hat er wieder, ist er wieder schwach geworden und das ist so ein Hin und Her. Ja? Es wird auch nie funktionieren, wenn ein Außenstehender den Betroffenen da versucht zu überzeugen oder so. Ja. Das muss von einem selbst kommen. Aber die Kraft dazu muss Dietrich jetzt erst wiederfinden. Carmen lebt von Hartz IV und kann sich im Supermarkt etwas dazu verdienen. Früher hat sie hier ihren Schnaps gekauft. Und gingen dann zwei Schollen, oder? Ja. Immer die ersten. Mittlerweile stört es sie nicht mehr, dass im Alltag der Alkohol überall präsent ist. Wenn jemand Geburtstag hat, ist er da schon. Jeder kommt mit einer Flasche Wein. Nee, oder es wird angestoßen mit einem Sekt oder Silvester. Für jeden ist es ein Muss, dass die da einen Alkohol brauchen. Aber ich stoße genauso mit Orangensaft oder mit Kaffee an. Also kein Problem. Sage, nein, danke, ich trinke keinen Alkohol. Es ist ein ganz schönes Gefühl, dass man unter Arbeitskollegen weiß, dass halt ich dieses Problem mal hatte und auch offen drüber rede, was bei mir da alles schiefgelaufen ist damals. Hallo? Hi, Schatz, bist du da? Ja. Seit ein paar Monaten hat Carmen einen neuen Freund. Komm rein. Was hast du denn alles mitgebracht? Oh, viele Sachen. Wie Weihnachten. Ja. Tomaten magst du auch recht gerne, gell? Ja, und du kriegst eine Gurke. Andreas weiß, dass Carmen trockene Alkoholikerin ist und hat großes Verständnis für sie. Ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, das Rauchen aufzuhören, weiß, wie schwer das von irgendwas wegzukommen. Und darum bin ich sehr stolz auf die Carmen, dass sie das jetzt so geschafft hat. Die Ferien sind nah. Carmen will Manuel eine besondere Freude machen. Geht's? So soll ich da helfen. Der Alien hat eine Überraschung, eine Nachricht für dich. Guten Morgen, mein Sonnenschein. Hoffe, du hast süß vom Urlaub geträumt. Hab dich lieb. Danke. Zu dritt wollen sie nach Italien fahren. Seit über 20 Jahren hat Carmen keine Reise mehr gemacht. Manuel war noch nie im Urlaub. Genau. Und dann schauen wir damit zerbringen. Das ist mein größter Wunsch gewesen, dass Manuel es mehrmals sieht. Gell? Ja. Wollte ich schon immer. Hast du es noch nie gesehen? Nein, noch nie. Aus dem Fernsehen oder Zeitung. Hey. Ja? Das muss man fahren. Hä? Ich bin dir aber nicht aufgekauft. Ja, wie nah das ist, schau mal.
Da ist ein Tunnel drin. Schau mal da hoch, die Spitze, die ist ganz weiß. Durch den Alkohol habe ich eigentlich das Leben vergessen zu leben. Du hast keine Vögel mehr gehört, gar nichts mehr. Du bist voll in so einem Tunnel. Wow! Ja! Wo ist die Straße groß? An diesem Wochenende klappt die Reise nach Kassel endlich. Dietrich will unbedingt wieder Fallschirm springen. Sein erster Weg führt ihn deshalb zum Flugplatz. Hier ist er auch mit seinem Sohn verabredet. Nur mit dem eisernen Willen schaffen es die allerwenigsten. Das heißt, man muss viel lernen über sich selber, über die Alkoholsuchterkrankung. Und dann muss sich jeder Alkoholiker, jeder Suchtkranke sein eigenes Konzept im Prinzip entwickeln. Und? Ja. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch. Ja. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, ist lange her, ne? Okay, ich bin hier im Prinzip auch fertig. Ja. So. Seit 2 Jahren hat Dietrich seinen Sohn nicht gesehen. Der 21-jährige Kevin lebt in Kassel und arbeitet als Lagerist bei der Bahn. Früher haben die beiden viele Wochenenden auf dem Flugplatz verbracht und Kevin durfte seinem Vater beim Fallschirmspringen zuschauen. Dass abends oft noch getrunken wurde, hat er damals nicht mitbekommen. Heute ist das anders. Wenn wir telefonieren und ich getrunken habe, und ich denke, was bei mir so rüberkommt, sowohl in der Situation als auch im Nachhinein, dass dir das auf den Geist geht. Das nervt dich einfach. Ja. Also es gibt Zeiten, da habe ich dann irgendwann, da kann ich das auch nicht mehr hören. Da brauche ich Abstand, so eine gewisse. Wenn man dann halt so einen Rückfall sieht, ist schon, man hat ja keinen Zusammenhang. Man sieht nur einen Rückfall und denkt sich dann, ach, jetzt schon wieder. Ja, man ist dann wieder enttäuscht. Man denkt dann auch, jetzt einen Schritt nach vorne, 2 zurück gemacht sozusagen. 2000, 3000, 4000, 5000. Geschoss nach oben, Schirm sieht so aus und fängt fürchterlich an zu drehen. 1000, 2000, 3000. Und wird nicht besser. Schnell. Jawohl. Ich kenne das auch, wenn am Wochenende, ne, wenn man mit den Freunden unterwegs ist, ist es ja ähnlich. Aber so in der Woche ist für mich Arbeiten und nach der Arbeit halt ausruhen, vielleicht ein bisschen Sport. Ne? Und wenn man aber in so einem bestimmten Freundeskreis gerät, vielleicht wie, weiß ich nicht, nach der Arbeit noch ein Bier zusammen trinken geht oder so, wenn das immer wieder ist, dann ist das so ein Kreislauf. Das ist so ein alltäglich wird das dann. Und dann gerät man in diesen Kreislauf und irgendwann, weiß ich nicht, wird das bestimmt mehr. Ich weiß es ja nicht genau, wie es ist, aber so kann ich mir das zum Glück. So kann ich mir das vorstellen. Thank you.
Absolut super. Einmal frei gelaufen war, nur Spaß, nur Spaß. Perfektes Wetter, gut. Alles. Also ganz noch ein bisschen Top. Weiter nach rechts. Wie früher, Freiheit da oben, 1A. Gleich nochmal. Super. Als Carmen, Manuel und Andreas gestern Abend mit dem Zug ankamen, war es schon dunkel. Hast du es geträumt? Gleich wird Manuel zum ersten Mal in seinem Leben das Meer sehen. Bringst du es selber auf? Ja. Probier mal. Ist das schön? Ja, das ist sau cool. Hast du es dir ungefähr vorgestellt? Ah, ich hätte es mir gerne vorgestellt. ganz hinten. Da ist ein Riesenschiff. Riesenschiff? Ja. Man hat immer ein schlechtes Gewissen. Weil das, was ich ihm kaputt gemacht habe, kann ich ihm nicht wieder geben. Also das ist schon klar. Manuel! Schnell wieder zurück. Manuel gibt mir meine ganze Lebensaufgabe eigentlich. Ich bin für ihn jederzeit da, werde immer für ihn da sein. Und das ist mein Bub. Nach dem Wochenende beim Fallschirmspringen ist Dietrich wieder zurück im Alltag. Er weiß, es liegt bei ihm. Einen einfachen Weg aus der Sucht gibt es nicht. Es geht darum, zu gucken, wie gestalte ich mein Leben so, dass ich überhaupt gar nicht mehr trinken möchte und trinken brauche. Wenn du immer kämpfen musst, da kannst du immer mal gewinnen, aber im Endeffekt verlierst du. Und genau darum geht's, nicht mehr kämpfen zu brauchen.